Was schätzt du, auf wie viele Menschen oder für wie viele Menschen in der westlichen Welt oder in Deutschland, für wie viele Menschen Parasiten ein wichtiges Thema sind in Bezug auf ihre Gesundheit, wenn du es einfach pauschal schätzen müsstest? Also für so gut wie alle. Okay. Weil wir alle damit zu tun haben. Jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal auf diesen Aspekt, dass ja Parasiten anscheinend auch wie so eine Müllhalde sind, die quasi viele Toxine in sich aufnehmen können. Gibt es ja auch Untersuchungen an Tieren zum Beispiel, wo gezeigt wird, dass im Parasit 100-fach höhere Konzentrationen von Toxinen sind im Vergleich zum Wirt. Jetzt muss man das ja auch, muss man ja darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel einfach die Parasiten abtötet und die Parasiten bildlich gesprochen aufplatzen, dann werden ja die Toxine, die in ihnen eingelagert sind, frei und können dadurch quasi noch mehr Schäden verursachen, eventuell als wenn sie im Parasit eingelagert sind. Natürlich muss man aber auch wissen, dass die Parasiten ja auch selber Toxine produzieren, die auch nicht ohne sind. Und daher die Frage, wie gehst du mit der Thematik um? Manche empfehlen zum Beispiel, die Parasiten möglichst im Ganzen auszuscheiden, aber das ist ja auch nicht immer möglich. Wie, Auf die Größe an, eben, klar. ja. Und die zersetzen sich ja auch, weshalb es dann so schwierig ist, auch im Stuhl abgestorbene Parasiten zu testen. Ja, definitiv. Also ich glaube, was vielen so bekannt ist, ist die Tatsache mit den Candida-Pilzen, dass die eben Schwermetalle einlagern. Und wenn ich halt zum Beispiel eine Darmmykose habe, also viele Candida-Pilze im Darm, und die sind dann vielleicht nur deswegen da, weil ich da auch viele Schwermetalle habe. Und dann möglicherweise auch noch ein Leaky Gut, sprich eine Darmdurchlässigkeitsstörung. Und ich kille jetzt die ganzen Pilze, dann werden eben die Quecks, das wird eben das Quecksilber frei, zum Beispiel, oder andere Schwermetalle. Und dann wird das in so einem entzündeten Darm natürlich sofort von den Zellen aufgenommen und dann umverteilt und kann eben auch dann wiederum im Nervensystem landen, obwohl es eigentlich da im Darm von den Pilzen schon gut eingekesselt war. Insofern macht es dann zum Beispiel Sinn, eben auch mit sowas zu arbeiten, wenn wir wissen, es ist schon im Darm, wenn wir Zeolit oder Huminsäuren und dergleichen, die eben die Toxine auch direkt binden können und dann eben auch ein anderes Milieu schaffen, dass der die Darmschleimhaut heilen kann und dann, wenn es denn schon im Darm ist, dann eben das auszuscheiden. Aber es gibt eben so viele verschiedene und die sind eben nicht einfach nur im Darm und im Darminneren, sondern die sind eben auch genau, wie du sagst, in den Organen. Wo auch immer. Bis ins Gehirn. So, und da will man natürlich genau das nicht, dass man die dann nur ein bisschen ärgert und dann nur noch Toxine zusätzlich freisetzt und dann diese Toxinbelastung dem Menschen dann eben so eine starke Verschlechterung macht, dass nichts gewonnen ist. Und trotzdem kann es einem ja passieren. Wir sind ja auch nicht so, dass wir komplett die Belastung dann dabei erkennen. Darum ist das eben so ein Vorgehen, finde ich, wenn ich eine Komplexität an Symptomatik habe, und die wichtigsten Symptome und dann eben sehe, okay, da gibt es Defizite, die kann ich erstmal ausgleichen, wobei man natürlich auch zum Beispiel, was weiß ich, wenn man Mangandefizit hat und man hat Borrelien, dann hängt das häufig zusammen. Und dann natürlich so, wenn ich jetzt Mangan gebe, dann kann es sein, dass die Borrelien noch wieder mehr Futter haben. Aber ich meine, das nützt ja nichts, wenn ich mein Pferd zu fressen abgewöhne, ne? Und dann stirbt es mir eben. Ne? So, also dasselbe ist das mit Eiseninfusionen. Da bin ich sehr zurückhaltend. Also ich mache Eiseninfusionen, aber ich gucke erst, also ich würde
lieber eine Eiseninfusion machen, als eben über einen längeren Zeitraum kleine Dosen von Eisen. Also lieber schnell einmal hoch aufsättigen und damit dem Körper mehr Abwehr ermöglichen, als kontinuierlich nur kleine Mengen, die gar nicht dazu reichen, genug zu bekommen, weil die Parasiten auch gleich mit meinem Tisch sitzen. Und das ist ja bei chronischem Eisenmangel sehr häufig so. Also wenn es jetzt nicht gerade wirklich an einer überregelstarken Blutung liegt bei der Frau, dann ist so ein chronischer Eisenmangel eben sehr wahrscheinlich parasitär bedingt. Und dann ist halt mir lieber so eine Eiseninfusion in einen Organismus, der natürlich dann auch Antioxidantien hat. Oftmals mache ich das sehr zeitnah, die Antioxidantien und dann die Eiseninfusion. Und um dann eben die Abwehr damit auch wieder zu ermöglichen, die Durchblutung zu verbessern, die Immunabwehr zu stärken. Okay. Du hast ja jetzt schon betont, wie wichtig auch das Binden der Toxine ist. Egal, ob es jetzt die Toxine sind oder auch die Erregertoxine. Ja. Wenn du jetzt, sag mal, du hast einen Standardpatienten bei dir, wo er jetzt antiparasitär ansetzt, dann wäre die Frage, okay, der nimmt wahrscheinlich mehrfach täglich antiparasitäre Substanzen zu sich und der müsste ja wahrscheinlich auch mehrfach täglich bindende Substanzen zu sich nehmen oder zumindest einmal täglich. Wie machst du es dort mit den Abständen, also Abstand zwischen antiparasitären Mitteln und Bindemittel und Abstand zwischen Essen und Bindemittel? Also was ich gerne mache, ist, dass ich das antiparasitäre Mittel nach dem Essen gebe, weil dann ja quasi gerade so die Nährstoffe ankommen und dann entsprechend je nach Wirkung des Mittels, also es gibt ja sogenannte Halbwertszeiten bei bestimmten medikamentösen Antiparasitika. Bei anderen, wie zum Beispiel antiparasitär wirkenden Schwarzkümmelöl oder sowas, ist es schwer einschätzbar, aber sonst lasse ich dann 2 Stunden Abstand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt ein Medikament gebe, was antiparasitär wirkt, dann mache ich so, dass ich nach 2 Stunden spätestens, wenn das aufgenommen ist, manche werden nach einer halben Stunde schon, erreichen schon die Hauptwirkzeit, dann kann man nach einer Stunde ein Bindemittel geben. Aber vorher sollte man auch dafür gesorgt haben, dass die Entgiftungskapazität gut funktioniert. Das könnte man noch vorher machen, dass man nochmal vielleicht sogar auch direkt was einnimmt. Und das kommt darauf an, was man gibt. Ich finde das so schwer, das wirklich pauschal zu sagen. Manchmal sage ich, also, damit das dann, also es kommt darauf an, was für eine Kur das auch ist. Wenn das eine 3-Tages-Kur ist, dann sage ich, gut, in der Zeit lassen Sie mal die ganzen Mikronährstoffe weg, weil es wird einfach zu anstrengend. Und sehen halt zu, dass Sie sich auf Ihre antiparasitäre Kur konzentrieren und das halt durchziehen und macht es auch gerne, dass ich dann sage, so, dann fangen Sie bitte montags an und nicht etwa am Freitag, weil dann stehe ich am Wochenende dann vielleicht nicht zur Verfügung und dann die damit, irgendwo gehen Sie dann hin, wo man sich damit nicht auskennt und Ihnen dann auch nicht wirklich direkt geholfen werden kann. Also nicht das zu sagen, was Sie eingenommen haben. Insofern ist es ein gutes, ja, bei einer 3-Tages-Kur, zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, dass ich dann auch noch gegensteuern kann. Also ich möchte nicht, dass die Leute halt schwere Begleitsymptomatik bekommen und dann eben entsprechend, man kann ja mit Rucain-Basen-Infusionen, mit Artesunat und mit solchen Dingen eben parallel oder Alpha-Liponsäure, Glutation, was man gibt, eine Menge abpuffern, sodass die Begleiterscheinungen entsprechend milde sind. Aber prinzipiell ganz stark verallgemeinert, was natürlich nicht auf jeden zutrifft, würdest du sagen, antiparasitäre Mittel eher nach den Mahlzeiten und die Bindemittel sollten aber ja einige Zeit abstanden. Die Bindemittel sollten halt nicht das antiparasitäre Mittel binden. Richtig. So, das wäre halt ungünstig. Und auch nicht die Nährstoffe aus dem Essen. Also dann zwischen der Mahlzeit. Okay. Würde ich dann, glaube ich, unter der antiparasitären Kur mal ein bisschen das vernachlässigen. Also es sei denn, man macht jetzt wirklich über einen längeren Zeitraum was. Ne? Also das sind dann aber eher die sanften Mittel.
Ja. Wie zum Beispiel Schwarzkümmelöl ist eins, was ich sehr gerne gebe, weil es eben auch Histamin abbaut, gebe ich es gerne dann zum Essen. Ja. Und, Zeolite würde ich nicht regulär zum Essen geben, sondern das gebe ich dann oder empfehle ich dann morgens nüchtern und abends zum Schlafen gehen. Oder wenn man es schafft, auch Ja. nochmal durch. Aber Ja. die Leute sollen halt möglichst nicht den ganzen Tag nur mit sowas beschäftigt sein. Es sei denn, es geht ihnen wirklich so schlecht, die haben irgendwie wirklich so starke Hautsymptome und leiden da auch einfach sehr stark drunter, schon im Alltag, dann sind die auch zu allem bereit. Ne? Und dann wissen die eben so, das ziehe ich jetzt durch. Aber bislang haben wir eigentlich sehr gute Erfolge auch bei schweren Hauterkrankungen wie so zum Beispiel Psoriasis. Sowas, wo mir es einfach viel zu leid tut, wenn die Menschen damit rumlaufen müssen. Und da kann man sehr, sehr gute Besserungen erzielen. Und genauso die Colitis ulcerosa, da erzähle ich dir auch nichts Neues. Das ist einfach so eine Einschränkung im Alltag. Da kann schon sein, dass man erstmal durch einige Zeit geht, wo man viel Verzicht hat oder sehr genau gucken muss, wann man was einnimmt. Oder da arbeite ich eher intravenös oder mit Sauerstoffinfusion, aber um den Darm auch zu stabilisieren und damit der arme Darm in seinem schlechten Zustand nicht auch noch das, was man da oben reintut, auch noch so umwandeln muss, damit er dann am Ende noch selber was davon abkriegt. Also das sind alles so hoch individuelle Vorgehensweisen, die ich nicht wirklich. Ja, ich kann es nicht pauschal. Total schwierig. Aber jetzt nochmal eine Pauschalfrage von mir. Prinzipiell ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen ein Bindemittel einzunehmen und zum Beispiel auch abends vor dem Schlafengehen ein Bindemittel einzunehmen und gegebenenfalls auch Abstand zu halten zu den antiparasitären Mitteln. Definitiv. Und dann gibt es eben Bindemittel wie eben das Zeolit, eben nicht so einen langen Abstand braucht. Während zum Beispiel Huminsäuren, die auch Glyphosat binden können und auch sehr gut sind für die Darmschleimhautbarriere, da lasse ich dann möglichst 2 Stunden Abstand. Das muss man dann auch gut hinbekommen.